3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Lisa, wann hast du angefangen mit dem Ringen? Weißt du noch mal, wie viele Jahre standst du zum ersten Mal auf der Matte? Mit 7 Jahren. Bei uns war das in der Schule in der Sporthalle und dann kam der Trainer halt mal gucken im Sportunterricht und dann hier Jani und Desiree, die waren ja in meiner Klasse und die waren halt schon beim Ringen und dann bin ich halt mal dazugegangen und dann auch nicht mehr aufgehört. Also Judo seit 1999, dann hatte ich einen Kreuzbandriss gehabt 2013 und da hat der Klaus Johann mich operiert und da hat er gesagt, ja komm doch mal ins Ringen und da bin ich halt mal hin und da habe ich 2014 eigentlich nur Ringen gemacht und dann 2015 bin ich aber noch mal ins Judo und ja, jetzt seit 4 Monaten noch mal eher im Ringen vertreten, weil es hat mir irgendwie gefehlt, ich habe es vermisst. Das war der Klaus schuld eigentlich, oder? Ja, Klaus ist schuld. Ja, aber dann habe ich noch eine Partnerin, mit der habe ich mich auch für die Deutsche vorbereitet, die Lea Bauer. Genau, also die ist auch noch jünger, aber wir beide trainieren eigentlich regelmäßig und dann holt man die Jungs mal noch alles dazu, damit man sich noch mal kurz prügeln kann und dann läuft's. Naja, also wir trainieren so eigentlich immer 2-mal am Tag, außer vielleicht mal freitags und am Wochenende halt. Also die Lehrer wissen ja teilweise oder wissen eigentlich alle, dass wir halt viel Training haben. Also 4 Hausaufgaben bekommen wir da nicht auf und so Freizeit, also ich finde um 8 Uhr abends, da kann man halt auch nochmal für 2 Stunden oder sowas mit den Freunden machen oder halt mit einem Freund, finde ich schon, es klappt. Oder nach der Schule bis zum Training hat man ja auch ein paar Stunden Zeit. Nee, ich fand es richtig cool, weil die Trainingsbedingungen im Saarland auch so gut sind, weil wir halt den Olympiastützpunkt haben und durch die Trainer, also den Landestrainer, den Rammes und Edgar Paulus, die sind super Trainer und also ohne die hätte ich das auch gar nicht geschafft, weil die unterstützen mich so, ich bin da so fleißig mit denen am Trainieren. Also Judo ist ja meine erste Sportart quasi, mache ich seit 99 und jetzt trainiere ich eigentlich nur Ringen und Wettkämpfe mache ich Judo, aber ich trainiere wenig Judo. Das Ringertraining macht mehr Spaß. Also, ihr macht nochmal eure Sachen. Ja? Die Mädels machen Beinangriffe. Ey, Angriff auf ein Bein und dann zum Doppelten. Auf geht's. Zeit, Leute. Du hast gerade gesagt, auch Zeit auch für den Freund. Wenn mich nicht alles täuscht, ist dein Freund auch Ringer, ist auch hier in der Sportschule. Blöde Frage, wenn es da mal ein bisschen Unstimmigkeiten gibt, wird das hier ausgerungen oder wird ausdiskutiert? Nee, also ausgerungen wird es nicht, das wird mehr ausdiskutiert. Okay, Kind. Fertig. Ja, und jetzt machst du eine Pause, oder was? Nee. Boah, ey. Für immer noch 10-2. Naja, höchstens hat mal vielleicht jemand gefragt, was Ringen eigentlich so ist und es ist halt immer schwer zu schreiben, aber so blöd angemacht oder so würde man eigentlich nie eher so Bewunderung, würde ich schon sagen. Lisa, festhalten! Du willst mich rollen, ne? Ey, Anne! Reicht langsam! Noch einmal der Hinweis an alle Sportlerinnen und Sportler. Wir machen nachher Fotos, Siegerfotos im roten Trikot. Die deutschen Meisterinnen und Meister bitte im Anschluss an die Wettkämpfe und an die Ehrungen im roten Trikot zur Bühne. Also, wenn ich den Judo-Anzug anhab und barfuß bin, dann weiß ich genau, was ich machen darf und was nicht. Weil beim Judo darf man zum Beispiel nicht unterhalb vom Gürtel greifen, weil sonst wird man disqualifiziert. Also eigentlich komplett anders, weil beim Ringen soll man ja, also beim Freistil zumindest, an die Beine gehen. Wenn ich Trikot anhabe und Schuhe, weiß ich genau, was ich da darf. Von daher der Unterschied. Das heißt, du fühlst den Unterschied. Jetzt kommst du.
Amsel, Nordrhein-Westfalen. Und als Punktrichterin Frau Laura Ferdinand-Reinhardt. Und hier die Finalteilnehmer. Gestern gesehen, ich fand es auch richtig süß, muss ich sagen. Ich habe gesehen, das ist, glaube ich, vom Judo. Es war, glaube ich, die Begrüßung und auch, also beim Kampfrichter und auch bei der gegnerischen Ecke, so eine Art Verbeugung, Verneigung, glaube ich, habe ich mitbekommen. Das ist aus dem Judo, ne? Kann das sein? Ja, das lernt man als erstes, wenn man ins Judo kommt. Also es ist Höflichkeit, da gibt es so Judo-Werte und man muss sich verbeugen vorm Gegner und vorm Kampfrichter. Das ist noch drin und ich kriege das auch nicht raus. Das ist für mich eine Art von Respekt dem Gegner und dem Kampfrichter gegenüber und ich finde das, also ich übertrage das halt ins Ringen. Es geht nicht weg.